Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, der tägliche Wahnsinn, Folge 9. Ihr habt wahrscheinlich gestern gesehen, da kam keine Folge des täglichen Wahnsinns. Die kam dafür heute, die 8. quasi, wo ich dann auch über die Familie Aydin ein bisschen gesprochen habe. Gestern am Abend haben wir uns dann noch mit der Familie Aydin getroffen. Da waren wir noch im Simici Saray. Und haben dann noch ein kleines Interview geführt. Wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr das Interview wahrscheinlich auch schon gesehen, weil das Wort heute Abend, also einen Tag Zeit versetzt, 18 Uhr türkische Zeit online kommen, 17 Uhr deutsche Zeit. Ich überlege gerade, ja, heute Morgen auch noch eine Wohnungsbesichtigung gehabt. Ferienwohnungen ist nur noch eine, glaube ich, frei oder zwei, weiß ich nicht. Eine auf jeden Fall, die zweite warte ich gerade auf Antwort. Wie gesagt, ist im Moment echt viel zu tun. Gleich treffe ich mich noch mit zwei Abonnenten am Strand. Also erst mit dem einen, dann mit dem anderen. Mal schauen, ob wir da ein kleines Interview draus machen können. Könnt ihr gespannt sein. Wenn dem so ist, wird das dann natürlich auch kommen. Klare Geschichte. Was noch kommen wird, Carrefour. Da waren wir gewesen, da wird auch was kommen. Ich denke mal, vielleicht Donnerstag oder Freitag müssen wir mal schauen, wie ich das geschafft bekomme. Also die Videos laden ja von alleine hoch, aber geschnitten werden müssen sie ja trotzdem. Anwaltvideo, ihr habt es gesehen, habe ich am Sonntag leider nicht geschafft. Also ihr wisst, viel zu tun. Das muss übersetzt werden, 20 Minuten Interview. Schwierig zu übersetzen, also in einer kurzen Zeit. Ich bin da leider auch auf Hilfe angewiesen, damit es vernünftig klingt und ja, von der Grammatik her passt. Wort kommen, ja, also wie gesagt, das ist fertig geschnitten. Das muss nur noch untertitelt werden und hochgeladen werden. Ich hoffe, dass ich es dann diese Woche schaffe. Wenn, dann wird es dann am Wochenende auch Premiere-mäßig kommen. Ich möchte es nicht unter der Woche. Ich möchte, dass das dann auch schon eine Reichweite erzielt. Und deswegen wäre ein Wochenende wahrscheinlich besser. Freitag, Samstag oder Sonntag. Wie gesagt, müssen wir mal schauen. Morgen steht an Gazi Pascha, Flughafen. Die Kinder kommen, ne? 3 Stück an der Zahl. Die werde ich natürlich abholen, klar. Und nein, ich werde keine Ehrenrunde durch Gazi Pascha drehen. Weil das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Gazi Pascha steht auf jeden Fall auf der Agenda, genauso wie viele andere Sachen auch. Wahrscheinlich wird es dann eine Woche, anderthalb Wochen später nach Giresun gehen. Da werden wir dann inshallah in Ankara nochmal kurz einen Step machen. Dann werden wir eventuell in Samsun, Ordu, Giresun natürlich, Trabzon und vielleicht Rize. Mal schauen, wie wir das zeitlich so hinbekommen. Ja, wie gesagt, Familie Aydin unterstützen wäre super, super nett. Viele haben das schon gemacht und ich bin echt super dankbar, dass ihr das macht. Wie gesagt, gleich wird dann die Interviews noch stattfinden und wir schauen einfach mal der Dinge, die da kommen mögen. Ich habe heute auch noch ein kleines Video gedreht und zwar zukünftig, also zu den Immobilien kaufen, vermieten, ist im Moment echt, echt schwer. Also in Kestel sowieso nicht, ihr seht ja wahrscheinlich auch andere Videos. Sehr schwierig. Im Mahmudla gibt es das eine oder andere, aber das ist in der Sommerzeit eher schwierig. Da ist der Herbst oder der Winter wirklich besser. Aber wie gesagt, ich arbeite da mit 4 Leuten zusammen und ja, man findet schon mal was. Zum Thema Immobilien zum Kaufen. Nein, es gibt immer noch keine Villa für 50.000 direkt am Strand mit eigenem Pool, einem Mercedes vor der Tür. Immer noch nicht. Die Zeiten sind lange, lange vorbei und die werden noch nicht wiederkommen. Einfach mal, um einigen Leuten die Illusion zu nehmen, dass man hier irgendwie für so ein Geld irgendwas bekommt. Die Preise bei Immobilien sind so in der Regel, ja, 50.000, aber da kriegt man dann, ja, nicht unbedingt immer eine neue Wohnung für, einen Neubau für. Wie gesagt, das variiert stark, aber ihr habt ja da mal eine E-Mail-Adresse, wenn ihr da einen Bedarf habt. Klar, schreibt mir eine Mail und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Also wir bieten zukünftig, beziehungsweise ich für die Kunden, nicht nur für Immobilien, sondern generell, biete dann natürlich die ganzen Transfergeschichten an. Also die Transfers vom Flughafen Antalya nach Alanya oder wohin auch immer, beziehungsweise auch wieder zurück. Da kommt wie gesagt ein Video zu, da hatten wir heute Morgen den Chef der Firma da bei uns zu Gast auf dem Kaffee. Und dann haben wir uns da kurz ausgetauscht, auch preisetechnisch werde ich da ein bisschen was zu sagen. Natürlich auch Flughafen Gazi Pascha, der deutlich näher ist als Antalya. Hin und wieder zurück. An Fahrzeugen stehen Mercedes-Fahrzeuge auf dem Plan. Ja, also nicht irgendwie so komische Wagen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber
Mercedes-Fahrzeuge, Sprinter, Vito. Vernünftig, Leder ausgestattet, nicht alt, 4-5 Monate alt, also sehr neue Fahrzeuge, gibt Getränke, gekühlt natürlich. Ihr werdet auch mitten in der Nacht abgeholt. Wie gesagt, wenn bei diesen Sachen Anfragen sind, E-Mail-Adresse, ne, steht da, einfach eine E-Mail schicken oder schickt mir eine WhatsApp und dann wird das dann organisiert. Am besten 1, 2, 3 Tage vorher, damit man das auch organisieren kann und die Fahrer dann natürlich auch vor Ort sind. Also mehrere Mercedes-Fahrzeuge stehen da zur Wahl. Auch ein 14-Personen-Fahrzeug, das ist ein VW Crafter, auch vernünftig ausgestattet und wie gesagt, die Transfere in beide Richtungen. Was gibt es noch Neues zu berichten? Ach ja, für Mietwagen, da haben wir auch jemanden natürlich, klar. Wenn bei diesen Mietwagenanfragen irgendwas bei ist, auch eine E-Mail schreiben, ihr wisst es, immer eine E-Mail, nicht in die Kommentare, weil ich komme nicht dazu, 200-300 Kommentare zu beantworten. Ich mache es zwischendurch, wenn ich unterwegs bin, schreibe ich ein bisschen was, aber ja, ihr seht es ja selber, ne? Also es ist wirklich einiges. Dann wird noch kommen an Videos, lasst mich ganz kurz drüber nachdenken. Ach ja, ein Real Talk Video, ich nenne es jetzt mal Real Talk. Vergleiche Deutschland, Türkei, nein, kein Deutschland-Bashing, nein, kein Türkei ist toll. Lobeshymnenlieder, aber einfach mal so ein bisschen, die Türken kennst, die Mentalität ranbringen für die deutschen Zuschauer. Einfach mal so Sachen, was ich persönlich so in den letzten knapp 2 Jahren hier so erlebt habe. So Besonderheiten, wo man sagen könnte, okay, das würde man jetzt in Deutschland nicht so erleben oder das würde man anders erleben. Einfach mal so ein bisschen auf die kulturellen Gegebenheiten so eingehen. Was gibt es noch zu sagen? Nö, das war es jetzt soweit eigentlich heute. Ich muss jetzt auch schon los. Das Video wird einen Tag verzögert ankommen. Also nicht am Dienstag, den wir heute haben, sondern am Mittwoch. Das werden wir dann zukünftig immer so machen. Wenn meine Nichten da sind, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Also ich habe natürlich Vorlauf, klar. Aber die täglichen Wahnsinnsvideos, die sind dann maximal einen Tag alt jetzt. Wie gesagt. Schauen wir einfach mal. Gut, ich mache mich mal zu den Terminen auf. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.